ich habe mit ein paar Locals im Wasser gesprochen. Und ich weiß nicht, ob man dort hinten, ne, diese zwei Berge sieht, die hier im Wasser stehen. Doch, sieht man ziemlich gut sogar. Dort sind einfach am Wochenende, also gestern und vorgestern, nee, also heute ist Dienstag, heute ist Mittwoch, also am Wochenende sind dort zwei Orcas gesichtet worden. Das heißt, Leute, wir surfen hier einfach nicht mit Delfinen, sondern mit fucking Orcas. Hey, wir sind Valle und Sabrina. Vor 3 Jahren haben wir uns diese Rostlaube gekauft und die erstmal auf Vordermann gebracht. Seit 322 Tagen leben wir eigentlich zusammen in unserem Van. Weil Sabrina arbeiten muss, bin ich seit 2 Monaten alleine mit Charlie. Ich hab einen Fisch gefangen. Wir haben jetzt schon einen Fisch. Wir surfen hier einfach nicht mit Delfinen, sondern mit fucking Orcas. Wir sind in Sanvi. Ich werde noch viel, viel schönere Aufnahmen machen, weil ich habe ja eine Drohne dabei. Und damit wird das Ganze dann noch mal ein bisschen crispier und nicer. Und jetzt geht's erstmal zum Pizzaabend zu Freunden. Oh, da habe ich direkt Bock auf Surfen. Wer hat Bock mit mir surfen zu gehen? Nee, jetzt erstmal Friends treffen. Surfen können wir wann anders. Willkommen in Sanvi, Leute. Willkommen in Sanvi. Oh, ihr zwei. Oh, das ist jetzt wieder ein wildes Spiel. Ja, weg. Ja, Charlie, hä? Kennst du die Amali noch? Ja! Stopp, hier ist der. Oh, ja. Ja! Ich hatte einen wunderschönen Abend mit Rilland und Jenny. Rilland hat seinen Scotty-Grill aufgebaut und die haben mich wirklich mit Pizza vollgestopft. Wir waren bis um 12:30 saßen wir dort und haben einfach einen schönen Abend zusammen gehabt. Ich zeige euch mal ganz kurz die Aussicht, die ich hier habe, aus meiner Schiebetür raus. Erstmal liegt hier unten der Kollege Charlie. Und das ist die Aussicht, oh, vielleicht sieht man es jetzt, weil das ist die Aussicht, die wir von, die ich hier habe. Hier hinten sind die Picos de Europa, das ist der Strand. Und natürlich ist hier unten auch ein Strand. Ich zeige euch jetzt mal kurz mit der Drohne, wie geil das hier eigentlich aussieht, diese wunderschöne Küste von San Vicente. There is a life I lead in this city. Hurry and cup my tea. I can take what I need to get by. Doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown. When I return from the afterlife. Jetzt habt ihr ja gesehen, wie geil der Platz hier aussieht. Und der Rilland, der hat seine Angel dabei. Und das ist was ganz Großes auf meiner Bucketlist, dass ich mal ausprobiere, wie es ist zu angeln. Und da freue ich mich jetzt richtig drauf, dass der Rilland mich mal da mitnimmt. Hoffentlich gibt es Doraden heute zum Abendessen. Dylan, weißt du, was man sich gegenseitig wünscht, wenn man angeln geht? Ja, Petri Heil. Petri Heil, geil. Petri Heil, mein Freund. Glaubst du, wir finden heute die Doraden? Klar. Eigentlich angelt man ja auch, glaube ich, morgens, früh morgens. Okay. Oder spät abends, da sind sie am aktivsten. Das heißt, jetzt ist genau die richtige Zeit um 15 Uhr, ja, um gut angeln zu können. Dein Ernst gerade? Hä? Hä? Hey, Charlie, ey, Charlie! Mann. Ist es dein Ernst gerade? Hä? Wir haben jetzt schon einen Fisch. What? Boah, der sieht aber richtig böse aus. Ich glaube, das ist so ein Petermännchen. Ja, ne? Digga! Petermännchen gefunden. Die dumme Sau, ey. Also Leute, das ist ungefähr so, wie wenn man eine Wespe fängt. Das ist völlig in Ordnung. Ja. Oh, die Viecher. Ich habe schon mal einen Petermännchenstich gehabt. Das tut so scheiße weh. Essen kann man den auf jeden Fall nicht. Ja, that's exactly. Rein damit. Ein Petermännchen und ein Petra-Frauchen. Also der Erfolg ist mäßig geblieben. Ich glaube, wir belassen es heute bei einem Petermännchen. Und einer Cola. Und einer Cola, genau. Wir genießen noch kurz den Ausblick. Und danach springen wir noch ins Wasser, vielleicht. Hast du Bock? Ja, auf jeden Fall. Nice. Dann nehmen wir die GoPro mit und machen da noch ein paar lustige Aufnahmen. Wenn ihr Angel-Content wollt, folgt auf jeden Fall Valle und Sabrina, wenn ich mit dabei bin. Wenn ihr die dicken Fische gefangen, kann ich euch sagen. Marokko? Ja. Können wir safe halt irgendwie dann mal einen Tag einfach nehmen und... Mit dem Boot? Nö, aber also auch so einfach irgendwo, wenn wir sagen, wir haben hier eine geile Stelle und dann einfach mit dem Boards raus.
Angel rausschmeißen, weil dann bist du ein bisschen weiter draußen. Siehst du ja hier gerade, es ist ultra flach und das macht es sau schwierig. Wie versprochen, wir gehen jetzt noch ins Wasser, auch wenn eigentlich keine Wellen da sind. Aber wir haben alle Bock und die Jenny haben wir auch noch überreden können. Leute, bis gleich! Für die Seele und es tut einfach gut, es macht einfach Spaß. Und Rilly, hat es sich noch gelohnt reinzugehen? Ja, schöne Wellen, oder? Lohnt sich immer. Ja. Aber jetzt kommen Leute hier rein. Was heiligen wir? Jenny, wie sieht deine böse Miene aus, wenn jetzt die anderen reinkommen? Ich komme jetzt gerade aus dem Wasser und wir hatten echt noch einen wunderschönen Surf zusammen. Es hat richtig Spaß gemacht und ich glaube, dass ich auf jeden Fall mir auch ein Longboard kaufen werde. Ich war jetzt mit Rillys Brett gerade im Wasser. Es hat so viel Spaß gemacht. Charlie hat sich hier ein bisschen gemütlich gemacht. Da Sabrina jetzt nicht mehr da ist, brauche ich jemanden neuen, der mir die Haare schneidet. Und da habe ich die Jenny, die sich bereit dazu erklärt hat, mir jetzt einen geilen Fukuhila zu schneiden. Na ja, geil, wissen wir noch nicht. Die Jen hat mir jetzt die Haare geschnitten und jetzt haben wir uns noch dazu entschieden, hier draußen schön mit der geilsten Aussicht, die man haben kann, zu einem Abendessen noch was zu grillen oder zu kochen. Wir genießen die Zeit zusammen unter Freunden, richtig schön. Eigentlich müsstet ihr ja die Amalie und die Jen schon kennen, weil die waren in Portugal, als wir in Villa do Bispo das Brett von der Sabrina gekauft haben, schon mit dabei. Was gibt's eigentlich zu essen, Rilly? Wir machen hier Big Mac Tortillas oder Burritos. Big Mac Burritos, ja, irgendwie sowas. Geil. Ich glaube, das wird. Boah, das sieht heiß gut aus. Ja. Hier schön Big Mac Soße. Ja, guck mal, die sieht auch schon fast aus wie beim Macs, oder? Wo hast du das Rezept her? Irgendwann mal damit angefangen rumzuprobieren. Und ja, jetzt kannst du ja mal probieren gleich. Ist natürlich nicht 100% wie bei Macs. Klar, es ist geiler, ja, als bei Macs. Aber ja, kannst du ja mal probieren. Ich würde sagen, wir sind beide Team selbst gemacht. Jenny, wie ist es? Richtig lecker. Das schmeckt 1 Milliarde Mal besser als beim McDonald's. Es schmeckt einfach übertrieben krass. Wirklich. Ich bin gerade geflasht davon, wie geil das schmeckt. I'm loving it. Wirklich richtig geil. Also das Rezept für die Soße brauche ich auf jeden Fall. Es schmeckt viel zu geil. Lasst mich doch mal bitte in den Kommentaren wissen. Es sind ja so viele, die sich mittlerweile diesen Vlog anschauen. Lasst mich doch mal wissen, was ihr sehen wollt. Was wollt ihr in den Vlogs genau sehen? Wollt ihr mehr Leute sehen? Wollt ihr mehr Landschaft sehen? Wollt ihr mehr Surfen und Sport sehen? Oder wollt ihr einfach wissen, wie Vanlife funktioniert? Ich habe mich jetzt zum ersten Mal mit jemandem getroffen, den ich eigentlich nur über Instagram kennengelernt habe. Der hat mir geschrieben, dass er hier auch in der Ecke ist. Der hat gesehen, dass ich hier in Nordspanien bin. Der hat mir hier einen richtig geilen Spot auf jeden Fall gezeigt. Den werde ich mal heute Abend, wenn die Sonne so ein bisschen untergeht, mal mit der Drohne abfilmen. Zusammenreisen macht immer mehr Spaß als alleine. Der Chris zeigt mir jetzt mal seinen von einem Kumpel geshaped, gell? Aus Agavenholz. Alter. So viel kann ich dazu gar nicht sagen. Also ich habe es ja selber nicht geshaped, aber der Kollege meinte auf jeden Fall, das ist eine Pflanze aus Afrika. Die wächst relativ schnell. Charlie macht sich hier gemütlich. Der hat immer noch leider
eine ziemliche Infektion im Hals. Der ist jetzt auf Antibiotika, der Spatz, und darf sich jetzt hier gemütlich machen und muss jetzt einfach ein paar Tage lang mit Antibiotika gechillt werden. Guck mal, wie geil die Aussicht hier direkt vom Van. Das ist eine Mischung aus Holz und Epoxy oder ist es alles Holz? Das ist einfach nur mit einer Farbe nochmal hier gemacht worden. Ich kann es noch gar nicht so genau sagen, weil ich bis jetzt nur zweimal gesurft bin. Liegt es unter 1000, über 1000? Nee, das war so bei 850 vielleicht. Du kannst gerne mal ausprobieren, wie du willst. Ich probiere lieber keine Bretter aus. Soll ich dir sagen, wieso? Wieso? Weil ich bin ein Boardbreaker. Bei mir gehen die Bretter einfach sehr, sehr gerne kaputt. Ja, das, Charlie weiß das, glaube ich. Approved. Gell, Charlie, heißt das approved? Was? Da würde ich schlafen. Wir waren gerade eben da vorne Wellen checken. Und ich dachte schon, irgendwas riecht die ganze Zeit ein bisschen komisch, gell? So sieht mein nagelneuer Schuh aus. Voll mit Scheiße. Und der Van hat's auch drin, ja. Shit happen. Boah. Das ist richtig widerlich gerade, gell? Das ist so widerlich. Guck mal, hier sind die Spuren. Ich könnte wirklich kotzen. Ich habe einfach Hundescheiße am Fuß und in meinem Van. Also ich habe jetzt kein richtiges Putzmittel dabei. Ich habe hier Desinfektionsmittel und was habe ich noch? Klosteinentferner. Ich glaube, ah doch, vielleicht könnte das noch was sein. Oder ist das nicht einfach das Gleiche? Ja komm, ich probiere es einfach damit. Hauptsache es schäumt. Schlimmer kann es nicht werden. Ja. Alter. Tatortreiniger. Erstmal einsprühen und jetzt einfach eine Rolle Zewa-Wisch und weg drüber. Ich will einfach keine Kacke. Oh. Alter. Oh. Kann froh sein, dass er diesmal mal nichts damit zu tun hat. Der hat in Marokko hat er sein ganzes Gesicht in Menschenscheiße reingesteckt. Mein neuer Schuh, den ihr im letzten Vlog gesehen habt, den ich neu gekauft habe, der ist jetzt nämlich randvoll mit Scheiße. So viel zum Thema Vanlife. Vanlife Reality. Das kannst du einfach keinem erzählen, oder? Guck mal. Das ist so zum Kotzen. Warum passiert mir immer so eine Scheiße? Erst läuft mir 10-mal der Pissekanister über in der Toilette. Und ich habe den ganzen Van voller Pisse und jetzt habe ich einen ganzen Van voller Hundescheiße. Ohne Witz, das ist einfach nur widerlich. Ich glaube, der Schuh passt so wieder. Einigermaßen sauber. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir den Boden vor unserem Van von der ganzen Scheiße reinigen. Ich habe mir jetzt einen eigenen Besen gebaut, weil wir haben keinen Bock, dass bei uns im Wohnzimmer hier die ganze Kacke rumhängt. Gut funktioniert es nicht. Besser als gar nichts. Hast du schon mit dem Charlie gespielt? Guck mal, sitz. Klasse. Der hat vorher mit dem Charlie gespielt, diese Maus. Was ich euch eigentlich sagen wollte, ist, dass ich vorher surfen war. Ich habe mit ein paar Locals im Wasser gesprochen. Und ich weiß nicht, ob man dort hinten diese zwei Berge sieht, die hier im Wasser stehen. Doch, sieht man ziemlich gut sogar. Dort sind einfach am Wochenende, also gestern und vorgestern, nee, also heute ist Dienstag, heute ist Mittwoch, also am Wochenende sind dort zwei Orcas gesichtet worden. Das heißt, Leute, wir surfen hier einfach nicht mit Delfinen, sondern mit fucking Orcas. Vielleicht gehen wir nachher noch eine Runde geil skaten. Da der Chris ein semi-professioneller Skater ist und der meine Aufnahme auf Insta gesehen hat, wie ich mit meinem Surfskate durch die Bowl gedüst bin, hat er direkt erkannt, dass da noch Verbesserungspotenzial ist. Einiges. Und deswegen, der Chris zeigt mir jetzt mal, wie das richtig funktioniert. Sieht auf jeden Fall, dass der Chris es gut drauf hat. Jetzt komme ich mal dran. Es fühlt sich gar nicht sicher an, finde ich. Ja, du musst auf jeden Fall ein bisschen entspanntere Kurven fahren. Stell dich tiefer, auf jeden Fall tiefer stellen. Okay. Ich hoffe, dass es euch ein bisschen Spaß macht, mal sowas zu sehen. Ich will ein bisschen mehr Action in die Vlogs reinbringen. Und nicht nur immer erzählen, sondern auch mal zeigen. Oh yeah. Wow.
macht richtig Bock. Jeder kleine Tipp, den ich gerade kriege, verändert irgendwie Welt. Fast abgeschmiert. Ja, aber macht immer noch richtig viel Bock.